Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Balkonkraftwerke. Die ganze Welt redet über Balkonkraftwerke. Und wir in diesem Video auch. Okay, wir haben also ein Anker-Balkonkraftwerk. Aber was fängt man damit an und wieso haben wir das überhaupt und warum spricht die ganze Welt darüber? Das will ich euch in diesem Video hier jetzt mal zeigen. Ich zeige euch den Aufbau und die Montage, was man damit sparen kann, wie man das Ganze anmeldet, weil das muss man natürlich auch, wir leben ja in Deutschland, und wie die Bedienung ist. Wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, wir waren 3 Jahre im Van unterwegs und ziemlich autark, also wir haben unseren eigenen Strom produziert, wir hatten nie Landstrom bezogen, also wir waren nie auf externen Strom abhängig, sondern wir haben alles selbst produziert und haben das autarke Leben einfach so sehr gefühlt, dass wir Bock haben, dass so gut es natürlich geht, in dieser Wohnung aufzumachen. Und so ist ein Balkonkraftwerk mit Speicher eine ziemlich gute Idee. Ich mache mich jetzt mal an den Aufbau und melde mich, ja, sobald ich damit fertig bin. Jawohl, wohin? Hier? Im Kreis drehen? Nee? Und wo geht's hin? Ja, 28 Kilo wiegt so ein Teil. So, Bauleitung, bist du zufrieden? So, ich sitze gerade auf dem Speicher und wir haben hier einen Wechselrichter, hier ein paar Halterungen für den Boden und hier 2 Solarpaneele. Angegeben ist die Aufbauzeit mit weniger als 2 Stunden. Ich bin ein sehr langsamer Aufbauer, deswegen bin ich echt mal gespannt, wie lange ich brauche. Auf jeden Fall haben wir bestes Wetter, um das Balkonkraftwerk gleich im Anschluss auszuprobieren. So sieht das bis jetzt aus. Wir haben hier ein Solarpanel und da vorne. Wir haben hier den Speicher, Bedienungsanleitung, wir haben Kabel, wir haben den Wechselrichter. Der macht aus unserem Solarstrom Strom für die Steckdose. Und hier haben wir die Befestigungsstangen für den Boden inklusive Werkzeug und da ist die Bauleitung. Aufgebaut. Das ist ein bisschen schwierig gewesen alleine, aber ich habe es hingekriegt. Und ich habe eine gute Stunde für gebraucht, aber die Bauleitung, die kam immer mal wieder zu mir. War unzufrieden, weil ich so wenig mit ihr spiele. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass die wirklich Ahnung hat. Die tut nur so. Jetzt müssen die 2 Solarpaneele einmal mit dem restlichen Zeug hier verbunden werden. Und darum kümmere ich mich jetzt. Ja, der Wechselstromrichter ist jetzt befestigt und zwar direkt unter den Solaranlagen. Da gibt es eine spezielle Stelle, wo man den dran schrauben kann. Es ist mega einfach erklärt in der Bedienungsanleitung. Alle Schrauben sind vorhanden. Und jetzt habe ich auch schon die Solarmodule mit dem Wechselstromrichter verbunden. Und jetzt muss ich nur noch den Wechselstromrichter mit dem Kabel verbinden. Und dann kann das Ganze auch schon in die Steckdose. Und wir können anfangen, Strom zu produzieren. Einfacher geht's nicht. Also ich glaube, wenn man zu zweit ist und sich nicht so oft von der Bauleitung ablenken lässt, dann schafft man das in weniger als 2 Stunden. Ich schätze mal 1 Stunde etwas mehr. Ich habe jetzt für das Ganze hier knapp unter 2 Stunden gebraucht. So, bei uns gibt es jetzt 1 Runde Kaffee. In der Zwischenzeit habe ich die Anker-App runtergeladen, also Anker Solix heißt die App, die ist kostenfrei. Habe mich mit dem Wechselstromrichter verbunden und sehe, dass jetzt aktuell 613 Watt reingehen. Zur Erinnerung, die Paneele haben eine Gesamtleistung von 1080 Watt und Anker spricht von einer Effizienz von 23%. Das ist ziemlich cool und ja, jetzt sind es 605 Watt, also ihr kennt das ganze Spiel noch aus dem Van. Ich liebe das, mich da in die App einzufuchsen. Wir trinken jetzt erstmal hier in Ruhe Kaffee und dann schauen wir mal, was so in einer halben Stunde passiert ist. Die Kaffeepause ist jetzt vorbei. Und ich habe jetzt auch mittlerweile den Speicher angeschlossen. Das geht auch ganz einfach. Also man kann die Kabel gar nicht in die verkehrte Verbindung stecken. Sie passen eben nämlich nur in diese eine vorgegebene Verbindung rein. Deswegen finde ich das als ziemlich einfach. Aktuell kriegen wir hier 423 Watt rein.
Und das Ganze ist natürlich begrenzt auf 600 Watt, die wir einspeisen können, weil es vom Gesetzgeber halt einfach so limitiert ist. Also nicht mehr als 600 Watt können wir einspeisen. Das ist auch in der App so hinterlegt. Eine maximale Leistung haben die Paneele auf 1080 Watt. Und im Laufe des Jahres, habe ich gelesen, soll das Ganze erhöht werden auf 800 Watt, die man einspeisen kann. Man kann hier auch einen Strompreis eingeben. Bei uns ist das hier im Ort mit dem Tarif, den wir gerade haben, mit dem Anbieter, ca. 27 Cent und ein paar zerquetschte. Und ja, wir geben dann halt quasi Strom wieder zurück ins Netz. Das muss man anmelden und das machen wir gleich. Dazu gehen wir gleich rein an den Computer. Also kann mit dem Speicher die zu viel aufgefangene Sonne, die man erstmal nicht abgeben kann, gespeichert werden und dann kontinuierlich, ja, wenn die Sonne nicht scheint oder zum Beispiel es bewölkt ist, das ans Netz weitergegeben werden. Wie viel wir tatsächlich sparen und wie viel wir dort ja, Strom erzeugen können an dieser Stelle, das erfahren wir natürlich erst in wenigen Wochen. Da gebe ich euch dann hier auch nochmal ein Update. Und ob die auch so stehen bleiben, das weiß ich nicht. Wir müssen natürlich mal gucken, ob das die beste Ausrichtung ist. Da müssen wir mal schauen. So, gehen wir mal rein und machen mal die Anmeldung. Wir haben jetzt in dieser einen Stunde, in der das Panel, in der die beiden Paneele angeschlossen sind, schon mittlerweile laut App 0,1 Euro, also 10 Cent, gespart bzw. an Gewinn gemacht. Die ganzen Gerätschaften sind wasserabweisend, schmutzabweisend natürlich, müssen auch draußen stehen können. Ich werde aber für uns den Speicher nach drinnen tun und auch den Wechselstromrichter, da beide Sachen bei zu großer Hitze sich automatisch abschalten. Und unter den Paneelen, das kann man sich vorstellen, wenn die Sonne hier im Sommer richtig lange drauf ballert, können da schon mal Temperaturen von 55 Grad oder mehr erreicht werden. Und damit die auch zuverlässig laufen, werde ich die nach innen packen und die ganzen Kabel kriegen auch nochmal ein Kabelrohr, so dass die auch vor Hitze geschützt sind, vor Sonneneinstrahlung und falls man mal aus Versehen drauf treten sollte, dass da auch nichts passiert oder irgendwelche Tiere ja, versuchen dran zu knabbern. In diesem Kabelrohr sind die dann bis in alle Ewigkeiten sicher. Das kommt aber erst nochmal irgendwann mal. Jetzt bleibt das erstmal so die nächsten ein, zwei Wochen so stehen. Ich finde die App von Anker richtig klasse. Man kann einfach gucken und schauen, wie viel Watt man ja, gerade einspeist und kann auch den Strompreis selbst festlegen und sieht dann automatisch auch, wie viel man schon gespart hat. Mit so einem großen Balkonkraftwerk habe ich persönlich noch keine Erfahrung, aber mit einem kleinen und zwar aus dem Van. Dort hatten wir zweimal 100 Watt Paneele, also insgesamt 200 Watt und die waren auch gar nicht zur Sonne ausgerichtet, sondern einfach auf dem Dach montiert. Und damit kamen wir 3 Jahre lang super gut zurecht und haben halt unseren ganzen Strom damit abdecken können. Ich denke mal, dass wir an einem guten Tag im Van haben wir schon 1 Kilowatt hingekriegt im Sommer. Ich denke, mit dieser Anlage kriegen wir mindestens das 3- bis 5-fache pro Tag hin. Also rechnen wir mal 3,5 Kilowatt am Tag rechnen im Durchschnitt. Und das Ganze mal 365 Tage. Und das Ganze mal 0,27 Cent. Ist jetzt unser Strompreis, den wir zahlen. Ihr habt vielleicht einen anderen, einen höheren oder niedrigeren. Da müsst ihr einfach mal bei euch auf die Rechnung schauen. Das bedeutet mal 0,27. Wären wir bei einer Ersparnis von rund 345 Euro im Jahr. Das Anker Balkonkraftwerk mit Speicher kostet um die 1500 Euro. Wenn ich jetzt die 1500 Euro durch die jährliche Ersparnis rechne, dann rechnet sich das Ganze nach 4,3 Jahren. Also so ungefähr nach 4,5 Jahren hat man die Kosten für das Balkonkraftwerk wieder drin bei gleichbleibendem Strompreis. Rückblickend lässt sich aber schon sagen, dass sich der Strompreis ganz schön erhöht. Und ich bin froh, so ein Balkonkraftwerk zu haben, einfach um auch ein bisschen mehr, ja, für die Energiewende tun zu können und ja, um auch ein bisschen mehr Strom produzieren zu können. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns persönlich planen sie hier eine große PV-Anlage zu installieren, mitten auf dem Feld. Finde ich nicht so gut. Ich finde es viel schöner, wenn jeder auf seinem Dach eine Solaranlage hat, jeder auf seinem Balkon eine Solaranlage hat und jede kleine Wohnung, jedes kleine Haus quasi ein Mini-Kraftwerk ist. Jeder den Strom produziert, den er braucht und überschüssiger Strom geht in die Allgemeinheit hinein. Das fände ich schön, finde das eine schöne Vorstellung für die Zukunft. Ja, bin ich mal gespannt, was da so passiert.
Noch ein paar Fakten zu den Produkten. Einmal zu den Solarpanelen. Ein Solarpanel wiegt ungefähr 28 Kilo. Das ist auch ein Solarpanel, was auf dem Boden verbaut werden sollte. Die für den Balkon wiegen ein bisschen weniger, so um die 20 Kilo, und kommen auch mit entsprechender Halterung bei euch zu Hause an, falls ihr das auf dem Balkon platzieren möchtet. Aber so ein Balkonkraftwerk muss nicht unbedingt auf dem Balkon platziert werden. Mein Vermieter hat zum Beispiel ein Balkonkraftwerk auf seiner Bar obendrauf. Andere platzieren das aber auf dem Carport oder im Garten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es muss nicht auf dem Balkon sein. Eben auch schon mit meiner Nachbarin gequatscht, die mich gesehen hat, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Die haben auch seit letztem Jahr ein Balkonkraftwerk in ihrem Garten stehen und sind mega happy. Das Solarpanel hat 520 Watt. Wir haben zwei davon, also insgesamt 1080 Watt. Das, was ja zu viel ist, habe ich ja vorhin gesagt, was zu viel eingefangen wird, geht in den Speicher. Und der Speicher hat eine Kapazität von 1,6 kWh. Den Speicher kann man auch noch erweitern bis zur Verdopplung, also bis zur 3,2 kWh, und laut Anker gibt es 6000 Ladezyklen. Also das kann der Speicher ohne Probleme durchmachen. Das bedeutet einmal vollladen und wieder komplett leerladen. Die Lebensdauer des Speicherkraftwerkes wird laut Hersteller mit 15 Jahren angegeben. Und es gibt 10 Jahre Garantie. So, und da wir ja in Deutschland sind und nicht einfach so Sachen in das Netz einspeisen können, zum einen auch aus Sicherheitsgründen, damit nicht zu viel Strom im Netz ist und ja, man halt einfach wissen möchte, wie viel Strom kommt rein, wie viel kommt raus, ihr kennt das Ganze, muss man ein Balkonkraftwerk, egal wo man es aufstellt, auf dem Carport, auf dem Balkon oder im Garten, eben auch einfach anmelden. Das ist aber ziemlich einfach und verursacht auch keine Kosten. Es braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Ich werde euch unten einen Link reinsetzen in die Videobox, wo ihr mal schauen könnt. Ab 2024 ist das ganze Prozedere nochmal entschlackt worden und die aktuelle Bundesregierung plant auch in Zukunft, das Ganze nochmal einfacher zu gestalten. Im Jahre 2023, von Januar bis August, wurden über 130.000 Balkonkraftwerke quasi in Betrieb genommen und die meisten davon laut Schätzungen laufen ohne Anmeldung, was ich aber nicht empfehlen kann, weil es dann eben auch zu Bußgeldern kommen könnte und damit erreicht ihr dann den gegenteiligen Effekt. Also anstatt Geld zu sparen, gebt ihr zusätzliches Geld nochmal aus. Deswegen nehmt euch kurz die Zeit, meldet das Balkonkraftwerk einfach an und dann kann es auch schon losgehen mit dem Geld sparen. So, wie ist denn jetzt eigentlich mein Fazit? Also, ich bin mega happy, dieses Balkonkraftwerk zu haben, weil die Installation war sehr einfach. Es war alles super gut verpackt, sehr hochwertig, sehr einfach auch verpackt, würde ich sagen. Also man hat direkt gecheckt, was zusammengehört und wo was rein muss. Nichtsdestotrotz habe ich mir auf der Anker-Webseite die Bedienungsanleitung als Video angeguckt. Das war mega einfach und sehr, sehr gut. Des Weiteren finde ich natürlich die Kostenersparnis auch mega praktisch und ich kann mir schon vorstellen, dass die Teile sehr, sehr lange halten und nach den 4,5 Jahren, vielleicht 5 Jahren, in denen das Ganze sich rechnet, wir quasi Plus machen. Und der Strompreis steigt ja auch eigentlich kräftig an, deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass wir da noch schneller in eine Amortisierung kommen. Falls euch das Ganze interessiert, und ich bin sicher, es interessiert einige von euch, schaut gerne in der Videobox unten vorbei. Dort habe ich euch nämlich nicht nur die Links verlinkt zu Anmeldung, sondern eben auch das Anker Balkonkraftwerk, welches wir haben. Und es gibt auch noch viele verschiedene andere Modelle, die für euch interessant sein könnten. Aktuell gibt es bei Anker sogar noch eine Aktion, bei der ihr um die 400 Euro sparen könnt, wenn ihr bestellt. Und jetzt würde mich interessieren, ob ihr auch ein Balkonkraftwerk habt. Und falls ja, wo ihr das Ganze denn stehen habt. Im Hinterhof, im Garten, auf eurem Carport oder auf dem Gartenhäuschen drauf oder wie wir auf der Terrasse. Was für Erfahrungen habt ihr mit Balkonkraftwerken gemacht und wie steht ihr dem Thema eigentlich gegenüber? Also seid ihr eher pro kleines Kraftwerk zu Hause, so wie ich, oder seid ihr eher kontra und habt damit eigentlich gar nichts am Hut? Schreibt gerne in die Kommentare, ich freue mich auf den Austausch und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.